Wir haben für Sie in Kooperation mit dem Gymnasium Eckenfelden 2020 einen Escape Room entwickelt. Hier können Sie mit Geschick und dem Lösen von Rätseln und Aufgaben in einer bestimmten Zeit, genau 77 Minuten, durch das spannende Tempelabenteuer spielen. Blacklight Minigolf, Escape Room, Sport Ranch, Eckenfelden, Schellenbruckplatz 53 bis 55. Am Sonntag gibt es in Makel am Inn im Landkreis Altötting ein ganz besonderes Schmankerl für alle Autoliebhaber, Oldtimer-Liebhaber, denn es gibt ein Schaurennen. In den späten 60er Jahren wurde dreimal bis Anfang der 70er das Bruckbergrennen in Makel am Inn veranstaltet. Und dieses Jahr gibt es in Gedenken an diese ersten Rennen zum Jubiläum von der kleinen Ortschaft Makel ein Schaufahren. Hinter mir sehen Sie schon die ersten Gefährte. Wir sprechen jetzt mit Herrn Schwab um die ganze Organisation zu diesem Schaufahren. Herr Schwab, am Sonntag ist es soweit. Das große Schaurennen am Bruckberg in Makel steht ins Haus. Da fällt Ihnen eine Last wahrscheinlich von den Schultern, dass alles bislang geklappt hat. Ja, es ist eine große Vorbereitung. Vor 2 Jahren eigentlich schon begonnen, beziehungsweise vor 3 Jahren dann alles durchgeplant und dann abgesagt, mehrmals durch wegen Corona. Und jetzt relativ kurzfristig, das ist okay. Wollte die Veranstaltung noch machen, dann müssen wir es bald machen. Und das Ganze ist jetzt auf nicht einmal 6 Wochen, wo wir das jetzt noch durchgezogen haben. Und jetzt ist natürlich in der Endphase ganz schön viel was los. Und jetzt ist eigentlich erst richtig aufgekommen, was das alles Arbeit macht, wie viel das da dran hängt. Aber wir haben viele fleißige Helfer und jetzt freuen wir uns schon auf das und sind wir zum anderen auch froh, wenn es dann gut über die Bühne gegangen ist. Jetzt sehen wir hinter uns schon 3 Gefährte, schauen auch schon ganz schneidig aus. Wie viele Anmeldungen gibt es denn bei diesem Schaurennen? Wir haben rund 25 Anmeldungen. Es kommt täglich noch Anfragen, kommen noch und sonst was. Wir werden noch mit der rechnen. Aber wir wollen es auf 25 beschränken, dass die ganze, weil wie gesagt, es soll keinen Renncharakter haben, die Veranstaltung. Die Autos sollen mehr oder weniger nur gezeigt werden. Es soll ein Schaufahren sein. Und jetzt ist da ganz wichtig, ein Schaurennen. Wo darf man denn dann die Autos mal aus der Nähe anschauen, wenn die Fahrt vorbei ist? Wir werden die Fahrzeuge, die werden am Sonntag um 13 Uhr am Festzeit oder vor dem Festzeit präsentiert, vorgestellt und dann kommt ein langsamer Start bis zum Bruckberg, wo vor 50 Jahren auch der Start war. Von Dabecker dürfen die dann sagen wir mal, ein bisschen Gas geben, müssen da, weil solche Autos, die funktionieren nicht zum Langsamfahren. Und wie gesagt, da werden sie vorgestellt, präsentiert am Volksfestplatz. An der Strecke selber können wir leider keine Zuschauer zulassen, aber man kann es am Bruckberg bzw. am Volksfestplatz sehr gut betrachten. Wenn sie zurückkommen, nach 2 Durchgängen werden gefahren, kommen wir dann zwischendurch nur mal am Volksfestplatz vorbei und stehen dann zum Schluss, also ca. 15 Uhr, Ende der Schaufahrt, stehen sie vor dem Festzelt und können nur bewundert werden. Zusätzlich findet am Sonntag, den 15. Mai, ab 10 Uhr vormittags ein Oldtimer-Treffen auf dem Duldplatz statt. Herr Wagner, wenn man drin sitzt dann in so einem heißen Gefährt, da schaut die Welt dann schon anders aus, wenn man hier so weiter herunten sitzt. Genau, das ist ein ganz flaches Auto. Man sitzt also wirklich fast am Boden. Ist absichtlich so gebaut, breit und lang und flach. Gibt eine gute Straßenlage. Er hat seinen Motor im Heck hinten. Ist extremer Leichtbau. Und das ist für Bergfahrten, für Bergrennen optimal. Geringes Gewicht, viel Leistung. Geht richtig gut. Mit so einem tollen Holzlenkrad, da kommt ja bei mir auch gleich Rennfahren-Feeling auf. Ja? Wir sehen da drin eine Stoppuhr und vieles, was man in so einem modernen Auto gewohnt ist, fehlt hier. Genau, der hat eigentlich nur das, was man dringend zum Autofahren braucht. Das ist einmal der Tacho, dann hat er da seine Tankanzeige,
Dann hat er einen kleinen Drehzahlmesser, das ist das da. Und die Stopper nimmt er manchmal her, wenn er einen Beifahrer mitnimmt, wie wenn er Oldtimer Rallye fährt zum Beispiel, dann braucht der Beifahrer die Stopper zum Mitstoppen von der Zeit. So händisch macht man das dann noch? Das macht man noch richtig händisch. Es gibt da bei den Oldtimer-Klassen eine sogenannte Analogklasse. Da gibt es keine elektrischen Helferlein nieder, die müssen alles noch analog machen. Also richtig mit der Stopper, mit der Hand stoppen. Hoffentlich konnten wir Ihnen Lust machen auf die tolle Veranstaltung in Marktl. Wer weiß, ob es das wieder einmal geben wird. Ein Schaufahren, wo Teilnehmer, die bereits bei den ersten Rennen 1968 und 1972 dabei waren, auch wieder am Start sein werden. Kommen Sie also zum Schaufahren am Makler Bruckberg. Es beginnt am Sonntag um 13 Uhr. Wir haben für Sie in Kooperation mit dem Gymnasium Eckenfelden 2020 einen Escape Room entwickelt. Hier können Sie mit Geschick und dem Lösen von Rätseln und Aufgaben in einer bestimmten Zeit, genau 77 Minuten, durch das spannende Tempelabenteuer spielen. Blacklight Minigolf, Escape Room, Sport Ranch, Eckenfelden, Schellenbruckplatz 53 bis 55.